Hallo. Werden Sie auch immer gefragt, brauchen Sie eine Tragetasche? Mich hat das so genervt, dass ich einfach mal jetzt mein neues Buch genau darüber unter anderem geschrieben habe und habe einen kleinen Untertitel gewählt. Das ist nämlich aus dem Leben einer gebeutelten Frau. Und jetzt sagen vermutlich Sie sowieso, das bin ich, denn das begegnet mir derzeit dauernd. Aber ich denke auch jeder Mann, der das liest, der wird sagen, das ist ja irre, die ist bei mir zu Hause auf dem Sofa. Alles Mögliche, was sich an Katastrophen im Alltag so ereignen kann, hin bis zum Autokauf, was weiß ich, und lustvolles Stemmen gegen die Wirren der Weltwirtschaftskrise. Ach, und dann überhaupt, dass natürlich auch meine Freunde wieder untereinander sich eigentlich fertig machen. Und ich bin immer der Depp, der wieder was ausbaden muss oder der dazwischen steht. Ach ja, ich möchte auch eine neue Wohnung, eine Traumwohnung. Wussten Sie auch schon, dass bei allen Anzeigen, die Sie lesen können, eine Traumwohnung immer gleich charmant ist? Charmant heißt immer verwarzt. Gilt übrigens auch für Typen, mit denen meine Mutter mich immer verkuppeln will. Ach, was erzähle ich Ihnen? Bitte lesen Sie es doch selbst. Und lassen Sie sich grüßen. Von mir, von Sibylle Weichenberg.